Hallo Jay, wie geht's dir? Alles Ganz gut? gut, danke. Dir? Ja, mir geht's auch prima. Das hat direkt funktioniert. Die letzten Ja. beiden Male mit Josh und Poppy, da hatte ich ein paar Verbindungsprobleme. Aber Okay. bei dir, du bist schon so lange dabei, da fluppt alles wunderbar. Ja. Wie hast du den Tag bisher verbracht? Ich hatte schon Training heute früh und um 9:15 Uhr. Boah, Danach, so früh. ja, aber für mich ist das nicht so schlimm. Ich stehe gerne früh auf. Und dann hast du es Ja, hinter dir. genau. Danach habe ich kurz geduscht, Mittag gegessen und ja, jetzt ist schon 13 Uhr und da bin ich. Was gab es denn Leckeres? Wir haben Nudeln gemacht mit Pesto, grün Pesto. Selbst gemacht, Klassiker, aber Bärlauch. immer lecker. Ja, Immer das. lecker. Hervorragend. Jay, ich habe gefühlt 3 Millionen Fragen bekommen. Sehr schön. Die kommen alle von den Fans. Du kennst ja das Format. Die kommen alle von den Fans. Also ganz, ganz wenige Fragen nur von mir selbst, wie jetzt quasi am Anfang der kleine Smalltalk. Und Ja. ich habe das wieder so ein bisschen unterteilt in privat, in sportlich und ein bisschen lustig. Okay. Lustig machen wir, glaube ich, ein bisschen hinten raus. So hatte ich Gerne. das immer strukturiert. Und ich würde einfach mal mit was ganz Einfachem anfangen. Ein Fan möchte gerne wissen, was ist denn deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe? Oh, also ich kann mich leider nicht für eine entscheiden. Das wäre auch viel zu einfach. Ich mag Orange sehr gerne und Grün. Grün passt ja, ne? Genau, aber auch Bist du schon vom deshalb schon so lange beim VfL. VfL? Das ist ja hervorragend. Wie lange hat es bei dir gedauert? Du bist ja im Jahr 2009 nach Deutschland gekommen. Wie lange hat es bei Genau. dir gedauert, bis du dich dem Deutschen wirklich, ich meine, du bist ja jetzt quasi Native Speaker, so mächtig gefühlt hast? Wie lange hat es gedauert, bis du wirklich ja, gesagt hast, Deutsch? Das ist jetzt quasi meine zweite Muttersprache. Okay, also das Gefühl kam erst später. Ich fand es am Anfang, es kann jeder vorstellen, dass die deutsche Sprache nicht einfach ist. Und deswegen hatte ich, also gefühlt, sage ich mal, 2 Jahre gebraucht, bis ich dann zu 100% mir sicher war, dass man mich auch versteht, dass ich auch alles verstehe, beziehungsweise wenn ich mal Wörter nicht verstehe. Einzelne Wörter nicht verstehe, dass ich die in einem Satz dann irgendwie trotzdem die Bedeutung weiß. So, das hat ungefähr 2 Jahre gedauert. Hast du dann auch richtig Deutschunterricht genommen damals? Genau, ich habe, glaube ich, im ersten Jahr genau viermal, ja, viermal so ein halbes Jahr, genau. Die ersten 2 Jahre habe ich Deutschunterricht gehabt. Das war ja auch damals noch ein bisschen anders. Da war ich mit vielen Ausländern, die dann in Wolfsburg waren, in so einer Gruppe und die wurden ja unterteilt, welche Level sie haben oder wir halt alle hatten. Und das ging wirklich von morgens, also ich glaube um 8 bis 12 sogar, 4 Stunden Wow. Intensivkurs, aber es war für mich sehr wichtig. Ja, und das Resultat hören Ja, wir heute, Gott sei wa? Dank. Hast du denn auch eine Ausbildung bzw. ein Studium nebenher gemacht, möchte ein Fan wissen? Ja, genau. Ich habe dann 2011 meine Ausbildung begonnen beim VfL Wolfsburg und ich war in der BBS-Schule in Wolfsburg und ja, die habe ich erfolgreich abgeschlossen, 2014. Dann habe ich noch 2 Jahre gearbeitet, 2,5 Jahre gearbeitet und ja, danach habe ich mich für ein Studium entschieden, Wirtschaftsfachwirt und ja, das mache ich gerade noch aktuell. Soll es dann auch eine anschließende Frage, das können wir so ein bisschen umswitchen, dein Plan nach dem Fußball, soll das dann ein bisschen in dem Bereich stattfinden, aufbauend auf deiner Ausbildung und deinem Studium, oder möchtest du gerne im Fußball bleiben? Ja, das ist eine sehr schwere Frage, finde ich, weil also man kann schon vieles planen, man hat natürlich eine Tendenz, aber so zu 100% kann ich das nicht beantworten. Ja, weil es ändert sich ja auch ständig. Also Gedanken ändern sich ständig, Gefühle ändern sich ständig. Ich fühle mich mit dem Fußball sehr verbunden. Ich finde die Wirtschaftsschiene, die ich alles bis jetzt gelernt habe, auch während meiner Ausbildung in der Geschäftsstelle, in der GmbH, es sind so
beides sehr interessante Dinge, beides aber auch verschiedene Dinge, die sich aber trotzdem gut kombinieren lassen. Und das ist das Faszinierende daran. Deswegen, ja, kann ich mich nicht so 100% festlegen momentan, aber irgendwann muss ich natürlich die Entscheidung treffen. Irgendwann, weil du spielst ja erstmal noch ein paar Jährchen bei uns Fußball. Du bist ja Solange erst. ich, genau, solange mein Körper mitmacht und ich glücklich bin, definitiv. Genau. Was ist denn dein Lieblingsessen? Zum einen in Ungarn und zum anderen dein Lieblingsessen in Deutschland? Okay, also Ungarn ist einfacher. Das ist eine Art Kartoffelgratin. Das hat meine Mom immer gemacht. Das ist ganz einfach. Einfaches Prinzip. Das ist Kartoffel, Schmand und Eier. Ursprünglich kommt da auch Wurst rein, aber ich esse kein Fleisch. Und deswegen habe ich ein bisschen Schwierigkeiten in Deutschland, ein Lieblingsessen auszupicken. Aber damals habe ich auch noch Currywurst gegessen, so typisch, oder Bratwurst. Ja, in Deutschland mag ich. Ich habe mich mit Spargel angefreundet, aber dafür habe ich echt lange gebraucht, muss ich sagen. Ansonsten, so ja. Das Radler schmeckt natürlich sehr gut. Aber so essenstechnisch habe ich nicht wirklich typisch Deutsches, was ich so sehr mag. Aber da war ja schon ein bisschen was dabei. Was Genau. ist denn, deine lustigste Eigenschaft? Lustigste Eigenschaft. Da müsstet ihr andere fragen. Ich glaube, so. Sich selber sieht man immer ein bisschen anderes, ne? Aber so lustig, ja, ich ja, muss mal kurz nachdenken. Ich kann manchmal schon auch so ein bisschen zickig sein. Das ist leider, es ist nicht wirklich lustig, aber es kann manchmal auch trotzdem lustig auswirken, wenn man halt dadurch irgendwie ein bisschen, ja, andere nervt sozusagen. Aber ansonsten, ja, ich mache gerne Witze. Ich bin auch ein fröhlicher Mensch von Natur aus und ja. Dann überleg schon mal, bevor wir zum Lustigen am Ende kommen, da hat nämlich ein Fan nach deinem Lieblingswitz gefragt. Aber vielleicht kannst du ja einen parat legen und dann kannst Ich du habe den. das schon, das habe ich schon. Hast Das du werde schon, ich ja. nie vergessen. Leute, Verbinde ich mit. dann Ja. bleibt auf jeden Fall dran. Lass uns den später erzählen, dann können wir die Zuschauer Okay. hier binden, oder? Ach. Ja. Dazu bräuchten wir Jörg, um diesen Witz zu erzählen. Ah, leider kann man immer nur zwei dazu schalten, Ja, aber zu zweit hier. schade. Da muss Instagram Schade. mal hier einen dritten, dann könnten wir den Kunde mal dazu holen. Ja, können wir einen Vorschlag machen. Arbeiten wir dran, arbeiten wir dran. Ein Fan hat gesagt, kannst du überhaupt sauer sein? Ich sehe dich immer nur lachen. Ja, das kann ich auch sein, tatsächlich. Es gibt natürlich auch Dinge, die mich dann treffen oder nerven, oder ich habe auch mal natürlich einen schlechten Tag wie jeder andere. Ich kann auch übertreiben wie jeder andere, aber ich versuche immer einfach meine Laune beibehalten. Natürlich gelingt das nicht immer, aber von Grund an, ja, die Frage zu beantworten, ja, ich kann auch sauer sein. Ja, aber Thema lustig ist viel lustiger. Ein Fan schreibt hier gerade in den Live-Chat, es wurde gefragt, ob du dich an die Flachwitz-Challenge erinnerst und zum Thema Furzel. Dieser Witz wollte ich erzählen, das war ja sowas von genial. Also ich habe wirklich noch sehr lange darüber nachgedacht und ich fand es immer wieder witzig, ne? Das ist schon, also, oh Gott. Okay, ich fand es nicht witzig, dass Poppy mir genau ins Gesicht gespuckt hat. Das war dann immer so ein bisschen komisches Gefühl dabei, aber der Witz, der ist genial. Also beste Bewerbung, wirklich. Ja, da waren echt ein paar dabei. Wir machen weiter. Und zwar, wie hast du deinen Spitznamen von Anna bekommen? Aber endlich können wir das mal klarstellen. Also, Ja, jetzt ist Zeit. genau, es war einfach eine Situation. Es war natürlich noch ganz am Anfang und ich weiß nicht, ob das im Training war oder wo, aber es gab eine Situation und dann wollte ich Scheiße sagen. Aber das habe ich halt gelernt als Ausländer, klar, das sagt man halt nicht immer, es ist nicht unbedingt ein schönes Wort und Ralf stand halt auch in der Nähe und dann wollte ich das so ein bisschen widerrufen, aber ich habe ja schon angefangen zu reden. Und dann wollte ich Schade sagen.
währenddessen ich Scheiße sage und dann kam halt Scheide raus. Und Anna hat halt übelst angefangen zu lachen und ich musste lachen, weil sie so lachen musste. Aber bis ich dann kapiert habe, ja, dass was Scheide heißt, ich wusste ja nicht, ich wusste wirklich nicht die Bedeutung, ne? Aber ich war dann so rot, mir war es so peinlich. Also habe ich mir gedacht, oh mein Gott, was denken die denn von mir? Ich rufe hier einfach Scheide. Ja, und dann wollte Anna mich damit halt die ganze Zeit ärgern, damit ich das sage oder damit sie mir das halt immer sagt und sie mich dann so nennt. Und dann habe ich sie dann halt auch einfach so genannt und das ist sehr, sage ich mal, hängen geblieben. Und es ist halt so, wenn wir das sagen oder wenn man das sagt, so Scheide, ich denke nicht an die Scheide, sondern ich denke halt an den Spitznamen. So, ja. Deswegen kommt das halt, ja, das ist halt einfach so. Und das verankert, ja, ist doch gut. Ja, das verankert. Herrlich, herrlich. Mal was ganz anderes. Was ist denn dein Lieblingsmöbelstück? Oh, Couch. Die Couch? Zeigst du mal kurz? Zeigst du mal? Ja. Du sitzt drauf, oder? Naja, auf dem einen Teil, das ist eine kleine Leseecke, aber meine Couch ist auch so eine große, die ist dann hier. Ja, herrlich. Sehr gut. So, das mit dem Spitznamen, das haben wir geklärt, das kann ich abhaken. Hast du Geschwister? Ja, ich habe einen Bruder, der lebt in Ungarn. In Budapest? Ja. Und wie haltet ihr Kontakt? Wahrscheinlich derzeit sowieso über FaceTime? Ja, genau. Also wir haben jetzt auf jeden Fall sehr viel Kontakt gehabt. Per FaceTime oder einfach ein paar Nachrichten schreiben. Aber wir hatten dann auch am Wochenende auf jeden Fall längere FaceTime-Sessions immer eingestreut. Und das war halt sehr cool, mal sich zu sehen und sich auszutauschen, auch wie die Lage in Ungarn gerade so ist. Ja, aber alle gesund? Ja, Gott sei Dank alle gesund. Ich hoffe, es bleibt auch so. Toi, toi, toi. Drücke ich fest die Daumen für. Was ist denn deine schönste Erinnerung mit Anna? Meine schönste? Oh, das gibt echt viele, aber ich fand es am coolsten und wirklich am schönsten, das war im Trainingslager. Übrigens, das haben unsere Trainer damals mit Sicherheit nicht cool gefunden, auch nicht schön. Wir hatten mal einen freien Tag in Österreich und unser Balkon schaut genau auf den Berg. Der heißt auch übrigens Mount Scheide. By the way. Und dann haben wir halt so gedacht, so, ja, was könnten wir halt wirklich an unserem freien Tag machen? Und dann, ja, haben wir gesagt, oh, da ist ein Berg, da könnten wir vielleicht drauf gehen. Also ein bisschen wandern, spazieren, frischer Luft tut ja gut. Aber aus der Entfernung sieht natürlich so ein Berg ein bisschen kleiner aus und so. Aber haben uns halt natürlich nichts dabei gedacht. Sind halt auch einfach wirklich auf dem Berg, ohne diese Straßen zu gehen, einfach hoch. Und ja, da hatten wir halt mega Spaß. Dahinter sah es auch richtig schön aus. Es sieht wirklich, also man hat einen kompletten Blick auf Walchsee, wo wir am Trainingslager sind. Und ja, das war halt ein cooler Tag, hat auch Spaß gemacht. Am Ende war es sehr anstrengend, aber es war sehr schön. Ja, herrlich, herrlich. Eine Frage im Privaten habe ich noch. Und zwar... Wie sehr, also ein bisschen geht es ins Sportliche über. Wie sehr vermisst du das AOK-Stadion? Ja, ich vermisse es tatsächlich, auch allgemein den Fußball. Aber ich war letztens, habe ich aus Versehen 3,5 Stunden Fahrrad gefahren. Aus Versehen, also so war es nicht geplant, aber das Wetter war schön. Und dann bin ich auch am AOK lang gefahren und ja, das war halt so schön. Und so, oh, hallo. Aber ja. Oh, bald wieder. Ich hab gerade gelesen, dass die liebe Poppy auch im Chat ist. Sag mal, wie viele Bierkönig-T-Shirts hast du eigentlich? Einige, aber ich habe auch manche geschenkt bekommen. Ich glaube so 4 oder 5. Sehr, sehr gut. Poppy hat bestimmt auch 1, 2, oder? Mit Sicherheit. Sie hat bestimmt mehr. Von ihrem Bruder.
Muss ich das nächste Mal nachfragen. Von ihrem Bruder natürlich, Ja, ja. natürlich. Klar, nein, na klar. Sowieso, sowieso. Ein Fan hat gefragt, was dein schönstes Erlebnis beim VfL war. Ich würde es ein bisschen ausweiten gerne, diese Frage. Und zwar, da du schon so lange da bist, darfst du deine Top 3 sagen. Okay, chronologisch, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, aber ich versuche. Das war, glaube ich, Saison 11, 12 oder 12, 13. Da haben wir gegen Potsdam gespielt, am Elsterweg. Es war schon abends, also es war ein Abendspiel mit Flutlicht und also wir hatten echt gut angefangen in diesem Spiel. Wir haben auch Potsdam dominiert und haben halt leider unsere Chancen liegen lassen. Ist ja natürlich klar, dass dann Potsdam ein Tor geschossen hat und damit haben sie halt auch ewig geführt und wir haben das Spiel noch ganz am Ende gedreht, aber wir haben wirklich so viel investiert und es war noch eine Ecke, also wirklich in den letzten Minuten und boah, das war schon echt ein krasses Gefühl, auch danach in der Kabine, wir sind komplett ausgerastet, wir haben getanzt, wir haben gesungen, das war halt auch natürlich ein wichtiges Spiel für die Meisterschaft, aber das war so ein Spiel, das werde ich halt nie vergessen. So. Das zweite ist natürlich unser erstes Champions League Finale, auch wo wir dann halt gegen Lyon gewonnen haben. Das war also allein diese Atmosphäre zu erleben, diese Vorbereitung auf das Spiel zu erleben, an sich das Spiel zu erleben, diese Spielerinnen. Lyon war ja damals schon galt schon als Übermacht sozusagen, aber ja, das war echt ein krasses Erlebnis und dann auch diese Trophäe dann hochzuhalten. Ja, es war sehr besonders. Und als dritte Erlebnis, ach ja, ich habe echt viele, aber es sind halt teilweise wirklich so Finalspiele. Ich fand es zum Beispiel auch das Pokalfinale gegen Bayern München ziemlich krass. Das war so ein Hin- und Herspiel, auch körperlich sehr robustes Spiel. Es war auch bis zum Ende mega spannend mit Elfmeter. Das ist natürlich immer so eine Sache. Ja, das sind so die drei Tops, aber ich habe natürlich dadurch, dass ich so lange hier bin, etliche Erlebnisse, die ich wirklich in meinem Kopf habe, wenn man mir solche Fragen stellt. Das glaube ich, das glaube ich. Kannst du dich denn auch noch an deinen allerersten Tag beim VfL erinnern? Boah, an allererste, daran erinnern sich eher meine Freunde, weil die lachen sich dann immer tot, wie ich da ankam, so dünn und so, klar, keine Haare so wirklich. Also ich hatte schon Haare, aber so kurz, ich konnte kein Deutsch. Also es war schon auch aufregend. Natürlich in einem fremden Land mit ja, fremden Menschen sozusagen, die ich sonst auch, mit denen ich nicht so wirklich kommunizieren kann, weil ich glaube, man kann schon die Sprache ein bisschen können, aber es ist immer schwerer, wenn man halt wirklich Emotionen, Gefühle oder einfach Sachen loswerden möchte, wo man halt wirklich ein bisschen mehr die Sprache beherrschen muss. So, es war auf jeden Fall sehr aufregend und ich hatte auch natürlich am Anfang mega Heimweh. Ich habe meine Eltern vermisst, auch meine Sprache vermisst, meine Muttersprache, auch Budapest sehr vermisst. Es ist schon eine ziemlich tolle Stadt und so das war ja sozusagen die Anfangszeit. Ja, und kannst du da anknüpfend auch erzählen, wie du überhaupt zum VfL gekommen bist? Weil als 19-Jährige, da ist das, glaube ich, schon ein extremer Schritt gewesen, einfach ins Ausland zu gehen. Man spricht die Sprache nicht. Und wie kam das damals zustande? Ja, also ich habe mein Abitur gemacht in Budapest 2008 Winter. Und ich habe aber damals schon mein Debüt gegeben bei der A-Nazio. Und der damalige Trainer kannte mein jetziger und auch damaliger Manager. Und er lebt hier in Deutschland, in Crailsheim. Und er hat schon ein, zwei Kontakte zu Frauen-Bundesliga-Mannschaften gehabt. Und er hat eigentlich diesen Deal sozusagen eingefädelt und den Kontakt zum VfL hergestellt. Und dann wurde ich zu einem Testtraining oder zu einer Testtraining-Woche, besser gesagt, eingeladen. Und ja, dann bin ich nach Deutschland gekommen, um
ja, um mit den Mädels zu trainieren. Und da war noch, da war Ralf noch Trainer und Bernd Hunecke war der sportliche Leiter. Und ja, Ralf kam dann nach 2, 3 Tagen zu mir und hat natürlich auch mit meinem Manager gesprochen, dass sie mich gerne verpflichten möchten. Und dann war ich erst recht aufgeregt. Ja, das glaube ich. Das Genau. glaube ich. Und wann hast du überhaupt mit dem Fußball begonnen? Ja, ich war ziemlich klein, also so Alter 3, 4 bestimmt mit Papa auf dem Hof und er hat selber noch unterklassig gespielt und er hat mich halt auch oft zu dem Spiel mitgebracht und dann hat er mit mir halt in der Halbzeit ein bisschen gezockt und wenn ich ihn frage, wie alt ich war, sagt er immer, du warst auf jeden Fall kleiner als der Ball. Also sagt er dann immer so, ja, ich wurde schon sehr schnell auf jeden Fall mit dem Fußball konfrontiert. Poppy fragt dazwischen, was war deine peinlichste Situation? Das kann ich nicht sagen, Alexa. Ich schreibe dir Vielleicht. nachher. Gut. Mit wem trainierst du aktuell in der Kleingruppe? Ich bin mit Lena, mit Anna, mit Lara, mit ja neulich Claudia Neto und ja, das war's. Ja. Und was habt ihr heute gemacht so früh? 9:15 Uhr, was stand auf dem Plan? Ja, wir haben uns ewig aufgewärmt, was ja natürlich, man muss ja sich aufwärmen, auch wenn man das nicht unbedingt mag, aber das ist dann auch immer so schon so kleine technische Übungen dabei, die dann halt auch dann Spaß machen. Danach hatten wir ein Passform, wo wir halt dann mal wieder reinkommen, wirklich dieses bisschen so gegnerspezifisch, dass man halt einen Schulterblick macht, dass man Körper einsetzt, dass man entgegenkommt, den Ball in die Bewegung mitnimmt. Dann hatten wir 4-1, so Eckchen sozusagen, aber halt 4-1 ist schon ein bisschen schwer als alleinige Fänger sozusagen. Und dann hatten wir noch ein bisschen Torabschluss und Flanken. Es hat Spaß gemacht. Ja, hört sich gut an. Hast du einen Lieblings-Freestyle-Trick? Einige, die sehen gut aus im Video. So ein, zwei kann ich machen, aber ich weiß nicht, wie man die beschreibt. Also, ich habe auch eine Freundin in Ungarn, die ist viermal sogar Freestyle-Weltmeisterin geworden. Und bei ihren Videos schaue ich sehr gerne zu. Da gefällt mir alles. Aber wenn man, ich habe das auch probiert, als ich letztens bei der Natio war, mal ein, zwei mitzumachen, weil es sieht natürlich immer so aus flüssig und einfach aus und man denkt, ah ja, ich spiele auch Fußball, ein bisschen kann ich auch was. Ich probiere es und dann denkst du, oh, ja, das sieht ein bisschen anderes aus, als man denkt. Knifflig, knifflig. Musst du mal im nächsten, wenn wir mit der Wölfe-TV-Kamera mal wieder da sind, dann müssen wir mal eine Tricks-Session machen. Ja, aber das war letztens auch nicht so gut. Da habe ich ewig gebraucht für einen Trick. Das muss immer so geheim aufgenommen werden. Ganz geheim. Ganz geheim. Jay, hast du ein Ritual vor dem Spiel? Vor dem Spielritual. Oh, ich hatte schon sehr viele, aber wir machen, Anna, Lara und ich haben immer so ein bisschen so, wir trinken halt. Jörg macht uns immer so Elektrolyte fertig und ja, wir trinken dann immer vor dem Spiel das quasi zu dritt. Und es gibt auch eine Reihenfolge, wie man anstößt. Das ist Anna und ich als Erste, dann Anna und Lara und dann Lara und ich. Und ja, wenn einer von uns aus irgendeinem Grund nicht im Kader ist, dann machen wir trotzdem den Becher für diejenige fertig, wird Name draufgeschrieben, Herzchen und was auch immer noch. Ja, das ist so ein kleines Ritual, ja. Ja, cool. Was hast du, jetzt kommen drei Folgefragen, was hast du nach deiner ersten Meisterschaft gemacht? Gute Frage. Ich brauche also nach meiner ersten Meisterschaft, das war in der Trippelsaison, da muss ich ehrlich sagen, da hat man sehr viel Zeit gebraucht, um alles zu realisieren. Weil da kam wirklich alles Schlag auf Schlag. Wir haben Meisterschaft gewonnen. Ich war also überwältigt. Das sind so krasse Gefühle. Dann haben wir Pokal gewonnen und dann haben wir auch noch Champions League gewonnen. Das war, also das kann ich bis heute nicht wirklich in Worte fassen. Aber ich weiß noch, dass wir nach dem Champions League Finale noch 2 Tage in London geblieben sind, weil wir das Männerfinale geschaut haben. Und da war ich mit Anna halt in London unterwegs, weil sie ja noch
Also sie war ja noch dort arbeiten, 6 Monate, und sie kannte sich ein bisschen aus, und da hat sie mir halt alles so ein bisschen gezeigt. Das hat schon Spaß gemacht. Cool, richtig gut. Dann hat sich das mit dem Pokalsieg, also was du danach gemacht hast, und Champions League-Sieg auch erledigt. So Mit einfach ist der es. Und ich Antwort. wusste So noch nicht einfach mal, kann was das. du fragst. Ja, richtig, richtig. Eine Frage gab es noch, die hätte ich wahrscheinlich ein bisschen früher stellen müssen. Warum bist du damals zum VfL überhaupt gekommen? Also, Ja, ja. also ich war überzeugt, es war ein Traum von mir, dass ich irgendwann mal im Ausland spielen werde. Und es war halt auch sehr gut, weil ich diese Etappen gegangen bin. Ich war 14, als ich nach Budapest gegangen bin. Ich habe gelernt, ich habe meine Abi gemacht, dann war ich 18, 19, und das war dann quasi der nächste Schritt. Mir wurde auch sehr oft gesagt von meinem Trainer, auch bei der Nazi oder bei meinem damaligen Club MTK Budapest, der Trainer hat gesagt, so, ja, wenn du mit dem Fußball etwas möchtest, dann brauchst du den nächsten Step, du musst halt dich weiterentwickeln, und das wirst du hier nicht mehr schaffen. Und ich habe mir dann halt das auch in den Kopf gesetzt. Das ist halt so mein Ziel, einfach mich im Ausland auch zu behaupten und mit dem Fußball etwas erreichen. Das war Und der das Grund. hat sehr gut geklappt. Gott sei Dank. Dann kommen wir jetzt zu den lustigen Sachen noch. Und zwar hat eine Mitspielerin von dir, die wir heute schon ein, zweimal erwähnt haben, hat gefragt, was du zu Monikas Milloncello sagst. Ich glaube, das ist eine Retourkutsche. Melloncello, das ist, ja, ich kann mir gar nicht vorstellen, wer diese Frage gestellt hat, Ich mir auch aber nicht. überhaupt nicht, aber das ist schon auch ein Ritual geworden, so nach unseren Erfolgen oder Finalspielen, wenn wir gewonnen haben, haben wir aus der Heimat dieser Spielerin, dieser geheime Spielerin, haben wir halt eine Flasche Melloncello gesponsert bekommen. Und das Geile daran ist, das schmeckt nur nach Alkohol. Es schmeckt halt einfach fruchtig nach Melone. Also damit habe ich jetzt auch gesagt, es ist ein alkoholisches Getränk natürlich. Aber Aber das du hast ist auch halt. gesagt, nach den Feiern, ne? Na, Ach, natürlich, ja, natürlich. Das natürlich. ist ja. Also auch sonst, das trinkt man sonst nicht. Das ist explizit nur für die Feierlichkeiten gedacht. Ja. Und genau, und das kriegen wir dann quasi als Belohnung gesponsert aus der Heimat. Genau. Und ja, schmeckt sehr gut nach Melone. Kann ich jedem empfehlen, der Melone mag. Ich mag Melone sehr. Ja, schmeckt sehr gut. Hervorragend, hervorragend. Eine weitere Frage war, ich weiß nicht, ob du den Post gesehen hast, in welches Quarantänehaus, was wir auf Instagram gepostet haben, würdest du gehen? Also ich habe mich danach auch gleich geäußert. Ich würde gerne zu Jörg gehen. Er ist ja voll einsam. Er hat ja zwei Ja. Stühle und zwei Flaschen Wasser. Ja, da freut er sich. Da freut er sich. Dann könnte er noch eine Runde drehen. Wen würdest du denn gerne dazu Ja. nehmen? Zu Kulis Ja. Karlauer. Nochmal Poppy? Das Ding ist halt, ja, wir haben schon ziemlich den gleichen Humor gehabt, und das Problem ist, wenn man sich auch so lange kennt wie Poppy und mich, also ich sehe sie an und ich muss schon lachen, ohne einen Witz. Das ist schon natürlich eine sehr gute Voraussetzung. Das ist hervorragend, vor allem für die Voll. Zuschauer. Ja, das stimmt. Jay, abschließend, erzähl uns doch gerne noch deinen Lieblingswitz, jetzt nochmal wirklich ausgesprochen, den wir vorhin Und schon das war. angedeutet haben. Also im Witz erzählen bin ich echt schlecht, und ich kann mich auch nicht mehr erinnern, was die Frage war. Ich weiß nur, dass es, was ist das? Sie ist in der Erde und stinkt. Furzel. Herrlich. Und noch viel mehr von diesen Witzen findet ihr auf unserem YouTube-Channel bei Kulis Karlauer. Also klickt euch rein. Ja, das mache ich auch. Im Immer, immer und Normalfall. immer wieder. Immer und immer wieder. Herrlich. Jay, Mensch, sollen wir nochmal durchscrollen, ob wir noch ein paar. Aber ich glaube, wir haben auch immer wieder Poppy eingebunden mit den Fragen. Nein, waren ja, ich Ja, glaube, viele, viele Poppy hat Fragen die wurden auch meisten. gedoppelt. Ja, ja. Ihr seht euch nicht so häufig derzeit, ne? Ich glaube, sie hat viele, viele Fragen noch. Oder Ja, war sie auch? Nee, sie war nicht in deiner Gruppe, ne? Nee. nee, sie ist in einer anderen Gruppe. Sie hat es nicht Ja. geschafft. Ja.
Nicht geschafft zu den zur Top-Gruppe. Ja. Also, ich sehe Herrlich. keine Fragen. Alle finden toll, dass Poppy schreibt. Das ist auch echt cool. Ja, Jana war auch dabei, Ah, Jana Burmeister. Jana ist auch da und Genau. Sashi ist auch da. Und Sascha fragt, nächstes Reiseziel nach Corona. Das nehmen wir doch nochmal mit rein. Hast du Bitte schon was irgendwie, dann? wo du als nächstes hinreisen möchtest, wenn die Corona-Zeit hinter uns liegt? Also, ich hätte schon sehr viele Vorstellungen. Als erstes würde ich gerne zu meiner Familie und als zweitens können wir gerne nach Malle fliegen. Mit ordentlich Titeln in der Tasche. Hoffentlich, ja. Hoffentlich, hoffentlich. Super, Jay. Dann bedanke ich mich für deine Zeit. Hat mir großen Spaß gemacht. Dankeschön. Bleib gesund und munter Danke. und grüß alle lieb von uns. Und danke an euch alle auch da draußen natürlich. Ich danke auch euch und schönen Tag noch. Bis bald. Ciao. Tschüss.